herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 20. bis 26. Januar 2020. Wir haben hier für die Energien der Woche das Druid Craft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom, illustriert von Will Worthington. Wir haben für die einzelnen Tage, die in der allgemeinen Legung ja variabel sind, das Gilded Tarot von Ciro Marchetti. Und wir haben zur Klärung das ganz normale Rider-Waite-Tarot und deutsche Ausgabe. Die haben wir auch auf der Webseite. Und wir haben meine Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron-Reed, um jetzt noch so zusätzlich das Orakel zu befragen für diese Woche. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin gespannt, wie die Woche ausgeht für euch und was ihr davon nutzen könnt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 20. bis 26. Januar 2020. Und auch in dieser Woche wollen wir natürlich wissen, was beim Löwen so los ist, ja, energetisch. Und wir wollen natürlich schauen, was so in der allgemeinen Legung so für dich an Informationen, Impulsen kommt. Und da schauen wir als erstes natürlich mal, was dir deine Mitmenschen in dieser Woche so entgegenbringen. Was haben wir da für dich zu erwarten? Wir haben die 5 der Münzen. Rückzug. Naja, vielleicht brauchen die Leute Zeit für sich. Oder ja, es ist eine Gruppe von Leuten, die irgendwie unter sich sein wollen, je nachdem. Wir schauen mal, wie das zu deinen Energien passt in dieser Woche, also wie du dich selbst siehst, was du dir wünschst in dieser Woche, Hoffnung und Ängste, was gut für dich ist, was weniger gut ist und natürlich, wie das Ganze ausgeht. So, dann wollen wir auch schauen, was an den einzelnen Wochentagen los ist. Das ist bei der allgemeinen Legung variabel. Also du schaust dir das an und überdenkst, wo du das vielleicht dann nutzen kannst, wenn es dir begegnet. Das ist wie gesagt bei der allgemeinen Legung so, weil das nicht für jeden am gleichen Tag stattfinden kann. Und wir wollen natürlich wissen, was zeigst du deinen Mitmenschen nach außen? Also wie trittst du den Leuten entgegen? Was ist deine Energie? Da haben wir den Ritter der Münzen. Du hast Geduld. Du bist geduldig. Das ist okay. Gut. Wir haben zweimal Erdenergie. Schauen wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So, das ist wie gesagt variabel. Das müssen jetzt nicht die Tage sein, aber wir schauen mal, was wir da für dich haben. Zu Beginn natürlich, wie siehst du dich selbst? Da haben wir 6 der Stäbe. Du siehst dich als erfolgreich. Nun gut, wenn ich sehe die 5 der Münzen, kann es natürlich bedeuten, dass andere so ein bisschen neidisch sind oder dir den Erfolg nicht gönnen oder vielleicht auch weit ab sind, also Konkurrenz zu sein und damit natürlich irgendwo, ja, woanders stehen, sage ich mal. Schauen wir mal, was dein Wunsch ist. Das ist die 7 der Münzen, Geduld. Und ich denke, die bringst du auf, je nachdem, worum es bei dir geht. Vielleicht Geduld auch mit deinen Mitmenschen. Schauen wir mal. Hoffnung und Ängste, das ist der Turm, dass Dinge wegfallen, dass sich Dinge, ja, dass du Veränderung hast, die plötzlich und unerwartet kommt oder dass du tatsächlich die, also möchtest, dass sich Dinge verändern. Was ist gut für dich? Das ist der Stern. Heilung, Wassermann-Karte, also kann auch Wassermann-Energie sein, Analyse, Logik und so weiter. Es kann auch bedeuten, dass du nach den Sternen greifen kannst. Wir haben ja den Erfolg hier. Was ist nicht gut für dich in dieser Woche? Wir haben die Liebenden. Also das könnte ein bisschen schwierig werden, Entscheidungen in Sachen Liebe zu treffen. Kann ich mir vorstellen, wenn es um Erfolg geht und so weiter, dann kriegst du das vielleicht nicht alles unter einen Hut. Der mögliche Ausgang sind die 9 Wege mit den 8 der Kelche. So, also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht in Bezug auf dein Privatleben ein bisschen, ja,
bisschen mehr Zeit aufbringen solltest, um Liebe genießen zu können, um nicht nur arbeiten zu gehen, sondern auch genießen und Zeit verbringen können. Wir schauen mal, was haben wir denn am Montag? Wir haben den Ritter der Schwerter und das ist ziemlich schnelle Energie, schneller Erfolg. Am Dienstag haben wir die Liebenden und das haben wir unter Geduld. Das könnte bedeuten, dass du Geduld hast, auf den oder diejenige Richtige oder Richtigen zu warten, dass du da keine Eile hast. Du bist ja beschäftigt, sagen wir es mal so. Mittwoch haben wir das Gericht. Die Situation beurteilen, wie sie ist und zu überlegen, was zu ändern ist oder was man ändern möchte oder was notwendig ist vielleicht auch. Donnerstag haben wir den Page der Münzen, so kleine Schritte in die Richtung zu gehen, in irgendeiner Form Heilung zu regenerieren, in irgendeiner Form was zu verändern. Muss ja auch nicht von heute auf morgen sein, aber man kann vielleicht Dinge in kleinen Schritten angehen. Freitag haben wir die 5 der Münzen. Das kann sowohl der Rückzug bei dir sein, aber auch die 5 der Münzen von außen sein. Dass du das Gefühl hast, du passt in eine Gruppe nicht rein oder in einen Job oder in einen Kollegenkreis. Das könnte zum Beispiel sein. Samstag haben wir die Veränderung. Die Veränderung in Sachen Liebe oder Entscheidung für Liebe, dass du das überhaupt möchtest oder dass du sagst, ja, ich muss auch Zeit dafür haben. Ja, und da haben wir die neuen Wege und damit haben wir dann auch die 4 der Münzen. Also du möchtest, entweder möchtest du daran festhalten, dass du Erfolg hast oder du möchtest daran festhalten, es wirklich mal anders zu probieren. Schauen wir jetzt mal mit dem dritten Kartendeck, was da rauskommt, was wir noch für dich haben. Wir haben den Erfolg bei dir. Du fühlst dich als erfolgreich. Die Herrscherin, das ist auch sehr fruchtbar, geht auch weiter. Königin der Kelche, aha. Das bedeutet, dass du dich um deine Gefühle kümmerst. Vielleicht fühlst du dich einfach einsam und du möchtest das ändern. So, dann haben wir den Wunsch nach Geduld. Da haben wir die 10 der Kelche und die 3 der Kelche. Du möchtest also mehr Geselligkeit. Du möchtest mehr mit anderen zusammen sein. Vielleicht hast du ja einen Partner oder eine Partnerin, wo du mehr Zeit mit verbringen möchtest. Was ist der Turm in Hoffnung und Ängste? Sich seiner Gefühle klar zu werden und auch der eigenen nicht so guten Eigenschaften und darüber zu sprechen. Das ist nicht verkehrt. Darüber zu sprechen, es muss ja nicht dein Partner sein oder deine Partnerin, es kann ja auch ein Freund sein. Aber mal darüber zu sprechen, finde ich richtig gut. Dann haben wir gut für dich ist der Stern. Du gibst nicht auf. Und du bist gewappnet. Du bist gewappnet, ich denke mal, dich mehr für Gefühle, für Beziehungen einzusetzen oder die mehr in den Vordergrund zu schieben. Wir hatten, kann ich mich entsinnen, Legungen schon für den Löwen, dass seine Lieben oder seine Freunde und so weiter ein bisschen zu kurz kommen. Es sieht so aus, als würdest du jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr daran arbeiten. Nicht gut sind die Liebenden, weil du da so ein bisschen im Hamsterrad gefangen bist. Aber wir haben die Heilung auch da. Das kann bedeuten, dass du eine nicht so gute Denkweise hast, was Beziehungen betrifft. Und ich hatte gerade eine Legung gemacht für den Krebs. Und da habe ich dann auch dem Krebs gesagt, es ist wichtig, dass man die alten Dinge hinter sich lässt und wirklich neu beginnt und nicht wirklich verallgemeinert, auch so, was das Beziehungsleben betrifft, dass man eben nicht sagt, ich habe das erlebt und ich will nicht, dass sich das wiederholt, also versuche ich gewisse Dinge zu vermeiden. Und das ist völliger Blödsinn, weil du triffst ja immer andere Menschen und dann wird sich was anderes erfüllen. Und wenn du selber immer darauf achtest mit den 8 der Schwertern, dann holst du das ja immer wieder hervor und dann wiederholst du das ja im Endeffekt doch wieder. Also versuche auch du, so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein. Ja, da haben wir die Vergangenheit und da haben wir den Gehängten. Das heißt, du musst dir erstmal Gedanken darüber machen, wie du die Vergangenheit sozusagen abstreifst, und der Gehängte ist die Gelegenheit, tatsächlich als Beobachter zu agieren. Also die Vergangenheit so in Augenschein zu nehmen, als wärst du jemand, der dich selbst bei der Vergangenheit beobachtet. Und dann abzuwägen, das war gut, das war nicht so gut, und dann zu sagen, naja, fangen wir neu an. Und hier haben wir am Montag den Ritter der Schwerter, Power, Kraft und Kraft.
Kraft der Liebe. Und ich denke, dass du viel Liebe in dir trägst und die auch natürlich weitergeben möchtest. Dann haben wir die Liebenden, Kommunikation und Ritter der Schwerter. Was ich dir sagen kann, die Liebenden liegen ja auf der Position nicht gut für dich. So, wir haben bei dir die Energie des Ritters der Münzen. Und das ist die richtige Energie, um eine Liebesbeziehung anzugehen, Geduld zu haben. Und das wünschst du dir ja auch hier, Geduld zu haben, damit du eben das Richtige triffst. Wenn du jetzt ungeduldig wirst und schnell die Kommunikation suchst oder schnell jemanden, den du als Partner oder Partnerin angeben kannst, dann lässt du dir nicht genug Zeit, die Person auch ausgiebigst kennenzulernen. Das Beste ist, erstmal Freundschaften einzugehen, auszugehen, sich zu amüsieren. Auch wenn du eine Partnerschaft hast, kann man das auch machen, miteinander mal was Außergewöhnliches tun und sich was Neues gönnen und miteinander über andere Dinge reden als das Alltägliche. Das Gericht, du bist dir noch nicht ganz sicher, wo es hingehen soll, aber was wichtig ist, du bist ehrlich und authentisch und das gehört ja auch dazu. Du solltest keinem was vormachen, sondern wirklich du selber sein, weil dann und nur dann kannst du ein entsprechendes Gegenüber auch kennenlernen. Page der Münzen, 7 der Schwerter und 6 der Schwerter. Also die 7 der Schwerter ist so, du möchtest etwas verbergen. Vielleicht, dass du jemanden suchst zum Beispiel. Du gehst das ruhig an, du hast Geduld, aber du bist nervös. Die 7 der Schwerter ist versuchen, mit etwas davon zu kommen. Also ich kann dir sagen, es ist wichtig, dass du ehrlich zu dir bist und dir selbst auch mit dem Gehängten sagst, ja, was waren denn so meine Punkte, die ich nicht so beachtet habe vorher? Was kann ich besser machen? Als Beobachter erstmal, was würde ich als Beobachter besser machen? Und dann das umzusetzen und dann solltest du daran arbeiten. 5 der Münzen, 6 der Münzen und die 7 der Kelche. Ausgewogenes Geben und Nehmen ist ja klar. Aber im Moment, denke ich, fühlst du dich noch ein bisschen einsam. Deswegen solltest du vielleicht Freunde fragen, einfach mal rauszugehen. Es ergeben sich unendliche Möglichkeiten, ja. Aber du musst natürlich abwägen, wer in Frage kommt und wer nicht. Oder wenn es dein Partner ist, was ihr machen könnt oder was nicht. Der Eremit hier auf der Veränderung. Du musst wirklich über dich nachdenken, wie du dir Liebe vorstellst. Und dazu brauchst du natürlich eine gewisse Fantasie. Also was dir nicht jetzt an Augenfarbe, Größe, Figur oder so, sondern tatsächlich, was ist dir wichtig? Kameradschaft, Zusammenhalt, durch dick und dünn gehen, Ehrlichkeit, was weiß ich, Treue und so weiter und so fort. Ja? Nicht jetzt so die äußerlichen Merkmale, sondern das, woran dir liegt. Was ist die 4 der Münzen? Du bist erstmal zurückhaltend, das ist okay und du überlegst dir, wie du das hinbekommen kannst. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Niemand hetzt dich. Du machst das in deinem Zeitrahmen, in dem du das umsetzen möchtest. Ja, das finde ich ganz wichtig. Also lass dich von niemandem hetzen. Zieh dich auch ruhig zurück. Oder wenn das, was von außen kommt, eben nicht das Richtige ist, ist das auch okay. Das kommt schon noch. Man kann auch alleine glücklich sein. Das sage ich deshalb, weil ich gerade die Karte glücklich gezogen habe. Die Nummer 26. Ja, es gibt auch glückliche Singles, absolut, die viele Freunde haben und sehr viel Spaß. Die Grundbedeutung, Freude, Zufriedenheit und Erfüllung, ein Gefühl, dass alles gut ist. Die Botschaft lautet, deine Wünsche gehen jetzt mühelos in Erfüllung. Erfreue dich, was auch geschehen mag, am gegenwärtigen Moment und sei zufrieden mit den Dingen, wie sie sind. Du bist frei von den Banden der Sehnsucht und kennst das Gefühl von Befreiung, in jedem Augenblick wahrhaft glücklich zu sein, denn du hast das Glück anstelle des Verlangens danach gewählt. Jetzt ist der Augenblick, Freude um der Freude willen zu verspüren und Zufriedenheit zu erfahren. Nichts davon hat seine Ursache außerhalb deiner selbst. Dein Glück entspringt der inneren Übereinstimmung mit dem Plan, den das göttliche Prinzip mit deinem Leben hat. Alles ist gut. Genieße diese Zeit der Fülle. Also es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du vielleicht auch mit weniger zufrieden bist und einfach für dich als Person glücklich bist, auch wenn nicht alles hundertprozentig akkurat ist und du vielleicht auch aus der Vergangenheit so ein bisschen denkst, ach nö, das brauche ich alles nicht. Wichtig ist, dass du dir
negative Gedanken abgewöhnst und auch was in der Liebe betrifft, so ein bisschen die negativen Gedanken. Geh's ruhig an, halte an dem fest, was dir wichtig ist. Du musst jetzt nicht entscheiden, du kannst dir in aller Ruhe überlegen, wo das Ganze hingehen soll, wo du hin möchtest, gefühlsmäßig, partnerschaftsmäßig und so weiter. Jedenfalls sieht das sehr gut aus und du solltest dich da auf gar keinen Fall hetzen. Du hast ja auch den Wunsch nach Geduld, dass du eben dein Pendant dann richtig kennenlernst oder deine bestehende Partnerschaft neu entdeckst für dich mit neuen Varianten, Seiten, die man vielleicht bisher noch nicht entdeckt hat am Partner. Also eine richtig interessante, schöne Legung. Mein lieber Löwe, ich hoffe, du kannst möglichst viel damit anfangen. Ich bin gespannt, was du berichtest, inwieweit das für dich passt und inwieweit du damit konform gehst oder was dir hilfreich ist. Ich würde mich freuen. Und wenn es dir ein klein bisschen geholfen hat, würde ich mir ein Däumchen hoch wünschen. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und im Moment zu sein, authentisch und glücklich, ist doch schon die halbe Miete. Also, viel Spaß dabei und bis bald.